Dieses Video dient zur Unterstützung für Montagefachkräfte. Stellen Sie als erstes die Bohrbuchse mit dem richtigen Durchmesser an der Bohrlehre ein. Den erforderlichen Bohrdurchmesser entnehmen Sie der Montageanleitung für die Absturzsicherung. Zum Ändern des Bohrdurchmessers entfernen Sie den Flügelgriff und drehen den Schlitten um 180 Grad. Die Bohrbuchsen haben einen Durchmesser von 14 bzw. 14,5 mm. Anschließend fixieren Sie den Schlitten wieder mit dem Flügelgriff. Lösen Sie den Flügelgriff und stellen Sie den Abstand des Bohrloches von der Fensterfalzinnenkante gemessen an der Messskala ein. Anschließend fixieren Sie die eingestellte Position durch Festziehen des Flügelgriffes. Positionieren Sie die Bohrlehre auf die zuvor markierte Höhe am Fensterrahmen. Die Abstufung an der Kante der Bohrlehre markiert die Lochmitte. Zum Fixieren der Bohrlehre am Fensterrahmen ziehen Sie zuerst die Rändelmutter handfest an. Danach spannen Sie die Klemmleiste durch Festziehen des Flügelgriffes. Jetzt bohren Sie das Loch. Verwenden Sie dazu den Spiralbohrer mit Stufenbohrspitze von Schlotterer. Positionieren Sie die Bohrlehre auf die zuvor markierte Höhe am Fensterrahmen. Die äußere Bezugsfläche am Schlitten der Bohrlehre markiert die Außenkante der Sonnenschutzführungsschiene und hat einen Abstand von 20 mm zur Lochmitte. Positionieren Sie die Bohrlehre auf die zuvor markierte Höhe am Fensterrahmen. Die innere Bezugsfläche am Schlitten der Bohrlehre markiert die Außenkante des U3-Profils der Absturzsicherung und hat einen Abstand von 15 mm zur Lochmitte. Wir wünschen viel Erfolg! Das Montagevideo zur Absturzsicherung finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.